Hallo zusammen, bei meinem letzten Video habe ich euch über den Faktor Zeit und Zins für Kapitalbildung erzählt in Form einer Kinder- oder einer Enkelpolice und heute möchte ich euch etwas genauer zeigen, was es eigentlich damit auf sich hat. Nehmen wir einfach mal an, ihr nehmt für einen Fünfjährigen 25 Euro im Monat in die Hand und investiert das in eine Kinder- oder Enkelpolice bei der DEVK. Wenn ich jetzt 60 Jahre lang Zeit habe, also bis das Kind oder der Enkel 65 wird und er das wirklich durchhält, erst über die Großeltern, über die Eltern und dann später für sich selbst 25 Euro im Monat beiseite zu packen, sind das insgesamt 18.000 Euro. Investiert man also 25 Euro pro Monat mal 60 Jahre sind 18.000. Bekomme ich einen Anlageerfolg bei einer klassischen Lebensversicherung wie zum Beispiel 3%, das ist das, was die DEVK zurzeit erwirtschaftet für ihre klassischen Lebensversicherungen, erhalte ich durch diese Besparung von 25 Euro im Monat ein Insgesamtvermögen von 40.758. Und jetzt kommt der magische Zins ins Spiel. Habe ich ein fondsbasiertes Produkt, was 5% erwirtschaftet, im Schnitt, ne? Mal werden sie etwas mehr verzinsen, manchmal etwas weniger, im Schnitt kommen 5% bei rum, habe ich schon ein Vermögen von 87.255 Euro nach 60 Jahren. Und jetzt kommt der dicke Hammer, wenn man die Fonds richtig gut investiert und auch regelmäßig drüber guckt, sind sogar 7% drin. Das ist jetzt nicht unseriös, sondern das ist realistisch bei Fondsanlagen. Bekomme ich im Durchschnitt 7% Zinsen beim gleichen finanziellen Einsatz, wird aus meinem Geld 198.031 Euro. Eine Wahnsinnssumme. Nur für 2% Punkte mehr habe ich das mehr als verdoppelt. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, mit wenig viel zu leisten. Und dabei haben wir noch niemals berücksichtigt, dass man Einmalzahlungen tätigen kann oder auch sich was auszahlen lassen kann bei Konfirmation, Führerschein, Auto etc. pp. Nähere Infos gibt es bei mir. Würde mich freuen, von euch zu hören. Euer Stefan Fahlig.